Hallo, meine Lieben. So wunderschön manche Geburtstagskarten sind, so trist und öde sind auch meist ihre Umschläge. Heute will ich einen davon verschönern. Wir benötigen dafür einen Bleistift, Pailletten und einen Kleber. Wir legen ein Lineal oder ein Blatt Papier so auf den Umschlag, damit wir beim Schreiben in einer Linie bleiben. Bei dem zweiten Wort ebenso verfahren. Buchstabe für Buchstabe wird nun mit dem Kleber bearbeitet und mit Pailletten besetzt, aber immer nur einen Buchstaben arbeiten. Das heißt, erst einen Buchstaben mit Kleber versehen und dann die Pailletten draufsetzen. Erst dann mit dem zweiten Buchstaben beginnen. Am besten kann man mit den Pailletten arbeiten, indem man sich den Zeigefinger ein wenig mit Speichel anleckt und dann bleibt die Paillette schön daran heften und dann kann man sie so auf den Kleber setzen. Danach mit dem Fingernagel ein wenig andrücken. Beim Schreiben sollte man darauf achten, dass man die Buchstaben auch relativ weit auseinandersetzt. Ich hätte gerne bei dem L 3 Pailletten an den Querstrichen verwendet, aber der Platz hat es nicht zugelassen. Also immer gut Spiel zwischen den Buchstaben lassen. Auf diese Weise nun die ganze Schrift ausfüllen. Die Schrift hätte mehr in die Mitte gemusst. Naja, aber da ich jetzt unten in der Spitze noch viel Platz habe, habe ich noch ein Herz hineingemalt und es ebenso mit den Pailletten versehen. Da habe ich bei dem Herz unten in der Spitze angefangen und arbeite mich nach oben durch. Alles gut antrocknen lassen und damit ist der triste Umschlag schon so wunderschön wie auch seine Karte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.